Ja, wir haben jetzt die Mondscheibe, deren Bedeutung mir noch nicht klar ist. Und das Augenjuwel. Okay, eins noch. Ich bin ein bisschen schweigsam heute Morgen. Weiß auch nicht so genau, warum. Es ist wirklich einfach, oder? Dahinter ist jemand da. Ich frage mich, wie lange er schon hier ist. Seine Familie muss sich Sorgen machen. Ja, der ist wahrscheinlich tot. Foolish child. I am an ogre. I hunt for food in the... Aber wo kommen denn jetzt hier diese Dinger hin? Gibt's doch nirgendwo einen Platz für, wo man die einsetzen kann. Save me, Hansel. I don't want to be eaten by the witch. Merkwürdig. Jeez, don't play along. Here's the first part of the solution. Master sealed a goddess in the cave. Get the goddess's magic potion to free me. Mondscheibe. Was tue ich damit? Wo kann ich die einsetzen? Ja, das ist ihr Stab, das sehe ich auch, aber... Ja, ich liege hier jetzt ziemlich dumm und wild herum. Einschläfern willst du die, okay? Also hier kommen wir nicht weiter. Hier oben kommen wir auch nicht weiter. Na, da wollte ich aber gar nicht hin. Hier ist Kuchen und... Ah, halt! Da muss das doch hin. Das ist doch ein Medaillon. Warum muss das nicht an den Hals?
Soll das ein Monokel sein? Ah, okay. Dann passt das natürlich. So, jetzt aber. Ich dachte aber wirklich, es wäre ein Medaillon und wieder hier blaue Energie. Jetzt haben wir eine Flöte, mit der können wir die Spinne einschläfern. Hier ist eine leuchtende Flüssigkeit darin, doch das Glas ist zu dick. Das ist kein gewöhnlicher Baum, er besteht gänzlich aus Gold. Die Göttin hatte den Wald einst beschützt. Nun ist sie in dieser Statue gefangen. Jetzt haben wir Mondessenz. Ein Haufen Spinnweben. Muss doch auch irgendwas anzufangen sein. Aber was? I'm free! I'm free! A freewheeling imp! Just for that! And just this once, I'll keep my promise. In the now unguarded kitchen is a recipe book with an eternal sleeping potion. Pour it into X. Und sie wacht nie wieder auf. Okay. Hier ist der Lebkuchenschlüssel. Die Nacht ist sternklar. Ich kann die Grillen zirpen hören. Ich möchte einfach nur nach Hause. Diese zierliche Blumen gedeihen in der dunklen Höhle. Fällt helles Mondlicht auf sie, erblühen sie augenblicklich. In der Schublade fehlt ein Griff. Ach so. Der Küchentisch sieht aus, als hätte man hier vor kurzem erst gekocht. Nein, gebacken. Um den Trank des ewigen Schlafes zu brauen, benötigt man einen goldenen Zweig, Silbernetz und eine Mondblume. Ja, hier irgendwie will er die ganzen Sachen nicht einsammeln. In der Mitte dieser goldenen Scheibe ist eine winzige Öffnung. Aus der Ferne sehen die Äste aus wie die Krallen eines Ungeheuers. Zwei kleine Äste stecken in dieser bunten Marmorkugel. Dies sieht wie ein Altar für die Göttin aus. In ihren Händen scheint etwas zu fehlen. Hier so eine Art Hirschgeweih und eine Scheibe. Da ist die Scheibe. Und das Geweih. Da.
Flasche mit seltsamer Flüssigkeit haben wir schon. Warum sammelt er die nicht auf? Mein war doch eigentlich offensichtlich, dass wir davon eine Blume brauchen. Aber ist okay, jetzt holen wir uns erstmal hier die Axt, mit der wir von dem goldenen Baum was abschlagen können. Das ist auch wieder so eine total schöne Axt, die kein normaler Holzfäller jemals benutzen würde. Aber wir sind ja auch kein normaler Holzfäller, sondern ein kleiner Junge. Ich habe es irgendwie ein bisschen im Hals. Gestern schon wieder zu lange telefoniert. Ich meine, es gibt Leute, mit denen kann man gar nicht zu lange telefonieren, aber heiser bin ich trotzdem. Entschuldigung. Nachher dann auch noch zu meiner Family fahren, habe ich noch weniger Lust zu. Aber was tut man nicht alles? Finde ich dieses eine Dingens hier nicht. Dabei ist das Areal jetzt gar nicht so kompliziert, ist es auch nicht. Ach so, hier fehlt auch noch eins. Na gut, ist direkt daneben. Schöne Axt. Und jetzt? Ah, Moment, vielleicht muss ich mit der Axt hier die Kristalle zerschlagen, um an die Blume zu kommen. Auch nicht? War noch ein Spiegel. Was soll ich mit dem ganzen Gedöns? Oder Moment, muss ich vielleicht mit dem Spiegel das Mondlicht umlenken? Das hört sich gar nicht so unsinnig an, oder? Das hört sich sogar extrem logisch an. Diese Szene ist jetzt schon wieder etwas schwieriger. Weil ich Probleme mit so Schnörkelteilen habe. Die finde ich immer nicht. Also schwerer als die normalen Teile. Ich nehme jetzt übrigens die ganze Zeit am Stück auf. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme und ich schneide das einfach hinterher zusammen. Ja. Da. Und da. So.